Jawohl. Ergreift sie. Es ist Zahltag. Euer Wunsch ist mir Befehl. Jawohl. Ja. In Ordnung. Jawohl. Wir haben doch sicherlich mehr verloren als... ist in großer Gefahr. Angriff! Die Söldner mussten doch besoldet werden, oder? Warum haben wir jetzt immer noch so eine niedrige Bilanz? Angriff! Wie ihr befehlt. Das kann ich. Wir kümmern uns darum. Aber sicher. So, erstmal umgucken. Ja! Kerberos kann ja kurz mal zum Söldnerquartier gehen und uns ein paar Barbarenkrieger organisieren. Für euch doch immer. Und wir erkunden der Vanessa so viel, wie wir können. Seht her. Alles klar, wir werden die Felder hier nicht überqueren. Das wäre überhaupt unsicher. Infiltration des Meuchers. Sichert die nächste Straße, damit der Meuchner auf der Brücke wartet. Vernichtet die bewaffneten Patrouille der Wachtürme damit der Meuchler sicher den Marktplatz erreicht und sich das Volk mischen kann. Dann ist er auf sich allein gestellt und ihr seid sicher, dass seine Sache gut machen wird. Achtet darauf, nicht so viel Staub aufzuwirbeln und nicht so viele Gebäude in ihres Marktplatz zu beschädigen, sonst werden euch die Wachen entdecken und angreifen. Sieht durch Alles mein klar, wir gehen hier nicht hin. Wir schauen uns mit dem Kundschafter noch ein bisschen um, wo wir lang müssen. Ich zeige euch den Weg. Türme ausschalten. Das ist ein Turm, der muss weg. Es ist Zahltag. Wachtruppen. Oh. Schaut in die Ferne. Kerberos, organisieren uns ja wie gesagt mal ein paar. Ach, die wollen keinen Sold. Oh, das ist gut. Das ist leider. Naja. Alle tot. Wir brauchen noch ein paar Steine für ein weiteres Sägewerk. Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich! Aber damit nämlich Schnauze. Die Glocke im Haupthaus, damit eure Siedler im nächsten Gebäude Schutz suchen. Denn wir brauchen wieder Geld. Die Sonne kehrt zurück. Hm. Es wird Sommer. Und Breitschwertkämpfer draus machen. Was soll's? Wir greifen gleich den Landsitz an mit unseren neuen Truppen. Armee 1. Dafür sind wir genau die Richtigen. Angriff! Mit Vergnügen. Attacke! Kerberos kann ja ganz mal kurz hier zur Kiste gehen. Das kann ich. Jawohl. Eisen. Oh, mit der Hand ging das Mikrofon gekommen. Das tut mir Bis auch richtig in den leid. Tod. Attacke. So, diesmal machen wir es aber richtig. Kerberos senkt deren Widerstandskraft. Mary verpasst ihnen ein Gift. Mein schönes Kind. Boah, die richtig miese Sprüche drauf. Steuern und Sold werden gezahlt. Wir bleiben hier schön beim Landsitz. Lehrt sie das Fürchten. Und bei diesem Breitschwert. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. So, wo haben wir unsere Schwertkämpfer? Direkt als Nachschub hinterher schicken. Ja. Nur Mut! Wir werden siegen! Schaut in die Ferne. Ihr habt eine neue Technologie erforschen lassen. Hier ist noch irgendwo so ein Kanonenturm, der weg muss. Ihr werdet angegriffen.
Attacke! Schnell dahin. So soll es sein. Die Schützen ziehen sich ein bisschen wird zurück gemacht. Und schießen auf die Schwertkämpfer. Bis in den Tod. Bisschen weiter, wir wollen ja nicht, Nur Mut! Wir okay, es funktioniert gar nicht. Die Schützen ziehen sich ganz wir zurück. Wir kümmern uns darum. Das kann ich. Ergreift sie! Nix mehr da. Kann ich dann jetzt gehen? Ja, sofort. Wir erledigen das. Huch! Das kann ich. Was tut ihr da? Jawohl. Wie ihr wünscht. Alter, was ein mieser Witz das in doch Ordnung. Ist mit denen. Jawohl. Ihr werdet angegriffen. Alter. Und die rennen jetzt denselben Weg wieder zurück und sterben. Zahltag. Tolle Nummer. Wirklich sehr schön. Oh, sind wir im Minusbereich. Naja. Egal, dann, denn... Dann haben wir den alten... Wir können so eine Sägemühle bauen. Und der... Dachchef. Und wir brauchen noch ein bisschen Lehm für eine weitere Schmiede. Wo ist Lehm? Ja, ist gut. Ah, jetzt habe ich die falsche Gruppe ausgewählt. Na, super. Dann haben wir den Alten übers Ohr gehauen. Da. Und der... Dahin. Kommt nicht auf irgendwelche beschissenen Gedanken. Ergreift sie! Schön, da haben sie Leute im Alleingang unsere Armee dezimiert. Indem sie sich selbst einfach haben abschlachten lassen. Ihr seid lassen. Auf Feinde gestoßen. Sie greifen an. Vollidioten. Wie ihr befehlt. Ich hoffe mal, das passt. Es wird nicht... Das passt. Gut. Wir brauchen eigentlich überhaupt gar keine... Gar kein Sei Geld unbesorgt. Oder eine positive Bilanz. Jawohl. Ja! Wird völlig überbewertet. Dafür sind wir genau die Richtigen. Ach, guck mal, deswegen ist unser Kundschafter hier unten abgeschlachtet worden, oder? Schön. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Aber sicher doch. Euer Wunsch ist mir Befehl. Oh, Kerberos, Ihr könnt nicht siegen. Seht es doch ein. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Seht her. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Das ist mir ziemlich gleichgültig. Um all eure Siedler versorgen zu können. Euer Wunsch ist mir Befehl. Schaut in die Ferne. Oh, scheiße, Kundschafter. Nein, 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 nein. Seht her. Da sehen wir es doch. Lehrt sie das fürchten. Gern. Seid unbesorgt. Jawohl. Zum Turm. Ja. Angriff. Ja, die schlachten der wollen ganz von unsere Truppen ab hier. Okay, da dürfen wir nicht lang. Seht durch mein Fernglas. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Ihr seid auf Feinde gestoßen. Sie greifen an. Nur Mut. Wir werden siegen. Ah, unsere Verstärkungen sind da. Wunderbar. Lehrt sie das Fürchten! Schaut in die Ferne. Ihr solltet die Wäsche ins Trockene bringen. Es regnet. Seht durch mein Fernglas! Okay, wo werden... Ach, die sind schon wieder da! Die sind schon wieder respawned hier. Was eine Schweinerei.
Für Ruhm und Ehre. Verteidigt euch. Ihr werdet angegriffen. Der Tag. Was ist unser Schwertkämpfer? Rechnung, Steuern und Sold. Sind die schon wieder weg? Ja! Wird gemacht. Das ist unfassbar mit denen. Okay, wir rekrutieren mal kurz ein paar neue. Aber mich ist das Eisen knapp. Macht sie nieder! Ihr seid auf Feinde gestoßen. Sie greifen an. Die mit den voll erfahrenen Truppen da immer. Sofort! Oh nein, die hat schon wieder Wessel. Ah, das kann nicht wahr sein. Ihr könnt nicht ziehen. Seht es doch ein. Wow. Zwei Leute hat Marys Gift umgeklatscht. Zwei. Seid unbesorgt. Nur Mut. Wir werden siegen. Gern. Einer eurer Helden wird angegriffen. Wir ziehen uns ja nicht aus dem Kampf zurück. Nein, wir führen den Kampf bis zum bitteren Ende durch. So, und jetzt weg da, weg da, weg da. Ist mir Befehl. Ich denke, wir dürften haben, was wir gebraucht haben. Ich tue mein Bestes. Ja, jawohl. So, sofort. Unsere Truppen können jetzt ankommen. Jawohl. Das kann ich. Seht her. Zahltag. Seht her. Seht her. Schaut in die Ferne. Na. Naja. Seht her. Naja, zum Glück gibt's gerade nicht so viel Dialoge. Ich glaube, wenn ich es richtig sehe, wird die Mission wirklich sehr kurz. Ja. Höchstens eine Stunde, wenn überhaupt. Ja. Aber sicher doch. Also drei Folgen. Für euch doch immer. Nein, da wollten wir natürlich nicht lang. Wir hatten uns angegriffen. Darauf geeinigt, dass wir da nicht für lang wollten. Aber sicher doch. Ja. Mein Fehler. Ja, das habe ich leider zu spät bemerkt. Wie ihr befehlt. Wir kümmern uns darum. Wir können noch eine Schmiede bauen, aber drauf geschissen. Ein Trupp Schwertkämpfer. Schwertkämpfer sind gut. Schwertkämpfer halten genug aus. Und jetzt zum Turm. Ja. Schrittchen für Schrittchen jetzt. Bloß keine Fehler machen. In eurer Stadt ist kein Platz mehr für weitere Siedler. Ich weiß. Gern. Zum Turm. Ja. Das ist jetzt wirklich randvoll gefüllt mit Truppen. Und wir dürfen natürlich nicht rekrutieren. Das ist natürlich realistischer, muss man sagen, wenn wir irgendwie mit irgendwelchen Söldnern und sonstigen genau Truppen klarkommen müssen. In Ordnung. Aber dann auch nicht nett. Überhaupt nicht nett. Jawohl. Mit Vergnügen.
Ja. Ja. Seht her. Okay, das ist die Straße hier. Das ist die Straße bis zum Marktplatz. Die Seht ist gesichert. Durch mein Fernglas. Also gar kein Problem. Ist dann der Beschluss, hier lang zu gehen? Aber ich glaube, hier waren keine Türme und so, oder? Nein, nein, es sind nur Truppen, die uns kaputt machen würden, wenn wir dahin gehen würden. Leben wir damit, wir können nicht die ganze Karte erkunden. Leider, weil die Kundschaft einfach massakriert werden und wir keinen endlosen Zufluss haben. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Sicher, man kann sich da auch irgendwie so durchschleichen, oder? Ich meine, man könnte hier hingehen. Oder ist hier friedlich? Seht durch mein Fernglas. Ja, hier war der Kanonenturm von Anfang. Wir können hier so hingehen und dann kurz gucken, was wir von da aus sehen können. Für von euch hier, also vom Wasser aus. Gerne. Seht durch mein Fernglas. Ich zeige euch den Weg. Seht her. Seht durch mein Fernglas. Ich zeige euch den Weg. Jawohl. Aber sicher doch. Schaut in die Ferne. Seht her. Ich muss nun los, sonst entdecken mich die Patrouillen. Der Plan wird ausgeführt werden. Für Wenn er stirbt, bin ich sauer. Ja. Seht her. Ah, hier ist die andere ich Brücke. Ich zeige euch den Weg. Seht durch mein Fernglas. Ich finde es übrigens gut, dass Darius sich offenbar immer so gerne an Grenzgebieten aufhält. Und nicht im Herzen seines Königreichs. Und dass er seine Falken in irgendeiner Grenzgarnison aufbewahrt hat, damit wir so ein komisches Pseudogift machen können. Der Sommer kehrt zurück. Ihr seid auf Feinde gestoßen. Oh nein, 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 nicht der letzte Kundschafter auch noch. Ach, fuck you. Und Sold werden gezahlt. Okay, er ist verreckt. Wir haben keine Truppen alarmiert, alles in Ordnung. Gar kein Problem. Weh, du drehst doch so eine Ehrenrunde hier oder sowas. Nachdem er den Marktplatz erreicht hatte, mischte sich der Meuchler und das Volk und machte sich auf den Weg in die Stadt. Hier ist das für euch gewünschte Getränk, mein Herr. Frisch und kühl, ich habe es eigenhändig zubereitet. Es ist garantiert nicht vergiftet, ihr braucht gar keinen Vorkoster. Oh, hab guten Dank, guter Mann. Ich bin Darius, aber ich bin hier als Meuchler gekennzeichnet. Ich bin wirklich durstig. Also, wie ich gerade sagte, mein lieber Elias, ich denke, dass die wirtschaftlichen Mach hinne. Komm. Oh nein, Dario! Das ist die Handschrift von Marie de Montfichet. Ich weiß das Wort, denn ich bin Helias, ich weiß alles. Diese Hexe, ich wusste, dass etwas faul war, als die Barbaren die Garnison an der Grenze angriffen. Aber ich hab dir nichts davon Bescheid gesagt. Wachen, bringt den König fort. Es gibt noch Hoffnung, denn das Gift ist richtig beschissen. Ich werde mit ihm in die Höhle im Norden gehen und versuchen, ihn zu heilen.
Pilgrim ist zu lang für die Sicherheit des Reichs verantwortlich. Sagt ihm das und sagt ihm, er soll weniger trinken. Ventario mit dem Toderang freute sich Kerberos über den Erfolg seiner Bemühungen. Du hast dich sehr gut geschmacht. Wenn alle meine Helfer so kompetent wären wie du, sei es schon längst auf dem Thron. Auch wenn ich erst vor 2 Wochen angefangen habe. Ja, mein Gebieter, ich bin ein vollkommen vertrauenswürdiger Meuchelmörder. Und renne weg. Ja, tolle Nummer, das Gift ist echt beschissen. Mal ehrlich, Dario kriegt so eine Portion von Gift ab und ist nicht instant tot? Es ist nicht nötig, mehr als einen der Wege zu sichern. Natürlich. Rennt nicht mit euren Truppen in unverforschtes Gebiet, ihr könntet leicht in einen Hinterhalt geraten. Schickt eure Helden vorbei, bestimmt, wir haben Kunschis. Es mag eine gute Idee sein, die Umgebung mit den Helden zu erforschen. Eventuell findet ihr einen Schatztruhen. Kisten! Greift keine Gebäude der Stadt an. Dies würde nur die Stadtwache alarmieren und eure Aufgabe erschweren. Ja, toll. 1 Stunde. Spiel verlassen. Was für ein beschissenes Gift! Erstmal, was für ein beschissenes Gift? Es besteht aus irgendwelchen unfassbar seltenen Zutaten, die unfassbar kompliziert zu beschaffen sind. Pfoten eines weißen blinden Hundes, irgendwelche dubiosen Kräuter vom Nebelvolk, die heilig sind, eine Feder von einem Vogel und irgendein komisches Wasser des Lebens und das Gift ist nicht mal ein Insta-Kill. Das ist... Cyan Kali, sag ich bloß. Nur so als Beispiel. 8 Gebäude gebaut, 0 Bauernhöfe, 0 Wohnhäuser, 5 Arbeitsplätze. Ja, so viele Soldaten hatten wir dann hier. 102% Motivation, ich hab die nicht mehr. 10 Leibeigene. 10? Woher kamen die letzten 2? 19 Arbeiter, die Rohstoffe, die überhaupt niemanden interessieren. Ich aber trotzdem zeige. Wir haben 10 Gebäude zerstört, keins verloren, 164 Leute platt gemacht und 131 Leute verloren. Ein Pyrrhus-Sieg also. Aber das ist Kerberos egal, denn der ist böse. Und hier sind die Punkte. Zurück. So, liebe Gemeinde, das war eine zugegebenermaßen kurze Runde. Aber, ja, es war eine Runde. Kurze Folgen sind besser als gar keine Folgen. Kurze Folgen. Aufnahmen. Es ist eigentlich 3 Uhr morgens. Ich sollte dementsprechend auf meiner geistigen Höchstleistung angekommen sein, aber das scheint nicht sogar zu funktionieren. Nun ja, liebe Gemeinde, ich hoffe, ihr hattet euren Spaß dabei. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder oder bei einem anderen Let's Play. Wir sehen uns dann hoffentlich. Bis dann. Cheerio.